miteinander. Wie versprochen begleitet mich heute mein Kameramann. Mal schauen, ob das Video besser wird, als wenn ich es allein mache. Ist auch schon. Grüezi miteinander. Nicht lachen. Also. Wenn du mich lachst, kann ich auf alle nicht reden. Es ist gewünscht worden, dass ich zeige, wie ein Kürbis gemacht wird. Ihr habt gesehen, in dem letzten Video habe ich schon ein paar Mal über Kürbis geredet. Und heute nehmen wir das in Angriff. Und wir machen zusammen einen Kürbis. Ich bin wieder gestört. Ich bin immer gestört. Ich kann es nicht schaffen. Gell? Ich kann es nicht Für den Kürbis braucht ihr folgende Sachen. Eine Büchse oder ein ähnliches Gefäß, kann aus Kunststoff sein, was ihr gerade daheim habt. Dann einen alten Strumpf, so einen Socken oder eine Strumpfhose, schneidet ihr einfach die Füße ab. Genau. Packschnur braucht ihr, die ihr auch im Baumarkt kriegt. Dann eine Schere und eine Holzsäge, so eine kleine Lang, die kriegt ihr auch im Baumarkt. Schleifpapier, gut wäre 150 bis 200, also recht fein, zum Kürbis noch zu schleifen, wenn ihr das möchtet. Natürlich Hölzli, die ich wieder wie üblich aus dem Wald zusammengesammelt habe, für den Stiel oben. Eine Schale, ich habe jetzt hier so eine Gummischale, die kriegt ihr auch im Baumarkt, empfehle ich euch sehr, weil wenn der Gips innen antrocknet, könnt ihr das nur zusammendrücken und dann löst sich das sehr gut. Wenn ihr ein hartes Gefäß nehmt, kriegt ihr das fast nicht mehr raus oder ihr müsst es im schlimmsten Fall dann wegwerfen. Dann, zum Schluss, habe ich Gips, auch vom Baumarkt, den habe ich jetzt vom Jumbo. Ich kriege den aber wirklich in jedem Baumarkt, ganz normale Mörtelgips. Und ich habe meinen Kürbis noch mit Zement kombiniert. Auch im Baumarkt, das ist ein Schnellzement, also der sehr schnell trocknet. Das sind die Sachen, die ihr braucht. Also ihr kriegt alles im Baumarkt. Und dann würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, wir starten und ich zeige euch, wie man so einen Kürbis macht. Viel Spass damit. Nee. Also wir starten mit der Büchse. Ihr nehmt die Büchse und tünt den Socken oder den Strumpf so drüber. Also das schaut, dass es nicht allzu tief ist, spielt eigentlich keine Rolle. Aber ihr stülpt das so drüber, wo nachher der Gips eingefüllt wird. Das stelle ich jetzt auf die Seite. Und dann kommen wir zur Vorbereitung. Und zwar, ich mache immer am Anfang schon einmal Packschnur parat, weil nachher müsst ihr wirklich ein bisschen zügig arbeiten, damit euch der Kürbis nicht unter den Händen wegtrocknet beim Zusammenbinden. Und zwar, das muss jetzt nicht wirklich exakt sein, ich lege mir die einfach über das Kreuz an, dass ich nachher direkt den Kürbis hier drauf legen kann. Wie gesagt, es muss nicht super exakt sein, aber einfach, dass ihr die Griffe schon einmal vorbereitet habt. Dann fülle ich in die Schale 2 Drittel Gips. Also ich mache es jetzt halt nach Gefühl. Ich fülle 2 Drittel Gips ein und 1 Drittel Zement. Vom Zement nehme ich bewusst weniger, weil der einfach sehr aggressiv zu den Händen ist. Also, wenn ihr empfindliche Hände habt, dann bitte Händchen anziehen. Ich bin hart im Nähen, ich brauche es nicht.
Dann fülle ich Wasser ein, vorsichtig. Und es sollte sein, ein bisschen flüssiger wie im Pudding. Dann mische ich das mit einer Gabel. Ihr könnt auch einen alten Schwingbesen nehmen. Geht also auch. Ich will nachher einfach nicht mehr zum Kochen verwenden. So. Dann wird das schön gemischt. Und wenn ihr das erste Mal macht, macht es vielleicht wirklich ein bisschen dünner, damit ihr ein bisschen Zeit habt. Und das umfüllen und die Schnür zusammen zu binden. Ja, so ein bisschen dicker wie ein Sirup. Oh je, zwischen Sirup und Pudding. Probieren es einfach. Ihr werdet sehr schnell ein Gespür entwickeln, wie die Mischung richtig muss sein. So. Dann nehme ich die Büchse und fülle das in den Strumpf hinein. Ich tue in die Schale immer sofort wieder Wasser rein, damit mir das nicht antrocknet. Also. Und dann könnt ihr es auf die Seite stellen, weil ihr jetzt nicht gross Zeit habt, das abzulöschen. Dann nehmen wir den raus. Machen oben einen Knopf rein. Einen Knopf rein, dann sieht das so aus. Und dann legt ihr das in die Mitte, wo sich alle Schnüre treffen. Ich schneide das hier oben gerade ab und dann ziehe ich ihn auf einer Seite und weiss, auf welcher Seite welcher Bändel hier dazugehört. Dann geht ihr hier auf den Knopf drauf vom Strumpf, dass das etwa mittig ist und verknotet das einfach. Verknoten. Und dann ist es natürlich euch überlassen, wo die Fäden sind oder wie fest ihr zusammenziehen wollt. Wenn ihr fester zusammenzieht, seht ihr die Buchtungen stärker. Ich schneide immer die Fäden ab, weil sie mir dann sonst einfach in den Weg kommen. So. Und das machen wir hier. Also es sind 4 Fäden im Gesamten. Ihr könnt aber auch mehr nehmen, wenig auf keinen Fall, also 4 müssen es schon sein. So. Und dann seht ihr schon, wie die Form kommt. Wenn ihr jetzt so einen Kürbis möchtet, der so in die Höhe geht, dann habt ihr die Möglichkeit, dann lasst ihr den ersten Faden, den ihr verknotet habt, den lasst ihr lang, nur den ersten, und dann könnt ihr das so aufziehen und könnt es irgendwo aufhängen. Also ich nehme immer eine Brettliste und hänge es dort drauf. Und dann könnt ihr das in der Luft so trocknen lassen, dann habt ihr eher diese Form oder ihr lasst es so und dann wird er, ist der klassische Kürbis. Und dann kommt das auf die Zeitung und dann lasst ihr das trocknen und dann ist das schon gewesen. Wenn ihr den Kürbis gemacht habt, merkt ihr, dass es durch den Gips und durch das Zement wird der Kürbis ganz heiß. Ihr könnt an und für sich nach 3 Stunden die Fäden und den Strumpf schon entfernen. Wenn ihr aber auf sicher gehen wollt, wartet einen Tag. Es kann immer sein, dass sonst etwas am Strumpf hängen bleibt und dann geht er kaputt. Also, wenn jetzt der ist jetzt einen Tag getrocknet. Und hier schneide ich jetzt einfach die Fäden auf, oben. Und ihr seht, also das geht ganz, ganz einfach. Und dann müsst ihr hier... Oh, jetzt hat es ein bisschen... Müsst ihr ein bisschen grübeln. So. Und dann könnt ihr den Strumpf aufziehen. Es braucht jetzt ein bisschen Kraft. Also ihr könnt das auch ein bisschen länger lassen. Dann könnt ihr es besser ziehen. Und dann nehmen wir das vorsichtig, nehmen wir den Strumpf, nehmen wir den vorsichtig drauf. Das geht wirklich sehr gut. Und dann haben wir einen Kürbis.
Jetzt ihr habt die Möglichkeit, das so zu lassen. So ist es einfach sehr puristisch und natürlich. Oder ihr könnt ihn besprayen. Ich nehme hier immer den Duplicolor. Das gibt es ja in verschiedenen Farben. Und dann könnt ihr den in eurer Wunschfarbe ansprayen. Oder ihr könnt natürlich auch Acrylfarbe nehmen und den anmalen. Ganz angemalt habt, nach eurer Wunschfarbe, kommen wir zu den Hölzli. Die Hölzli schneidet ihr zurechtschneiden mit der Holzsäge. Ich tue es immer ein bisschen schräg, nur anritzen und tue es dann noch brechen. So sieht es auch natürlicher aus. Und hier suchen wir wirklich einfach dicke vom Ast, wo ins Loch passt. Da müsst ihr halt ein bisschen ausprobieren. Ja, der passt jetzt gerade perfekt. Dann nehmen wir hier ganz normale Weisslim. Machen das ins Loch rein. Und tun das Hölzli hier rein befestigen. Und das wäre es an und für sich schon gewesen. Nachher könnt ihr noch schön ein Bändel drum machen oder ihr könnt noch ein kleines Ästchen drum dekorieren, ganz wie ihr möchtet. Und das ist schon gewesen. Also ich finde, es ist eine ganz einfache Sache, eine sehr schnelle Sache und ihr habt eine wunderschöne Herbstdekoration und wie ich schon gesagt habe, auch immer sehr schön in die Weihnachtsdekorationen kann man die mitarbeiten. Mit einarbeiten. Einarbeiten. Voilà. Jetzt kommt sie schon wieder. Wenn ihr eure Kürbisse gemacht habt, habt ihr natürlich verschiedene Möglichkeiten, wenn ihr eure Kürbisse könnt präsentieren könnt, für euch daheim zum Dekorieren oder auch als Geschenk zum Mitbringen. Da habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, ich habe jetzt einen alten Blechkübel im Brockenhaus gefunden, da ich eine sehr starke Brockenhausgängerin bin, habe ich den gefunden, habe nochmal ein bisschen Gras gesammelt und den Kürbis oben drauf gesetzt. Ihr könnt natürlich auch noch ein paar Beeren mit Beeren dekorieren oder mit Frischblumen, ganz wie es euch gefällt. Und eine andere Möglichkeit ist, wenn ihr ein bisschen mehr Platz habt, meine berühmte Holzkiste, die ich euch letztes Mal gezeigt habe, wie die gebaut wird. Und da könnt ihr einfach die Kürbisse drin verteilen. Also ihr habt unzählig viele Möglichkeiten zum Dekorieren, aber da werdet ihr genug kreativ sein und eure eigenen Kreationen erfinden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr könnt ein bisschen etwas mitnehmen, wie man so Kürbisse macht. Wirklich ganz eine schnelle Sache. Und ich hoffe, ihr habt viel Spass dabei. Bleibt kreativ. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Ihr wisst, ich bin noch ganz am Anfang. Und würde mich über jeden weiteren Zuschauer natürlich sehr freuen. Und schreibt mir eure Kommentare unten rein, wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt oder wenn euch etwas interessiert, was ich euch zeigen soll, dann mache ich das sehr gern. Also, habt's gut, geniesst das Leben, bis zum nächsten Mal. Hier zeige ich euch, ich weiss es noch nicht, lasst euch überraschen. Also, geniesst das Leben, seid kreativ, tschüss zusammen. Ha ha ha!